Jesus geht nach Jerusalem. Er geht in sein Tempel. Jesus geht in sein Eigentum. Wenn du zu ihm gehörst, wenn du sein Eigentum bist, wenn du sein Tempel bist, er kommt zu dir. Palmsonntag. Hören wir das Evangelium über Jesus, der in die Stadt Jerusalem hineinkommt. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Jesus kommt im Tempel und dabei fordert er die Kreativität seinen Jüngern, damit sich sein Plan erfüllt. Was für eine Evangelisierungsaktion. Die ganze Stadt kommt in Aufregung. Alle singen, rufen, jubeln ihm zu, singen Hosanna. In der Geschichte der Kirche, wie auch in der letzten Zeit, boomt die Kreativität mit Vorträgen, mit Live-Übertragungen, mit Eucharistie im Medien. Aktion pur. Genauso wie die beiden Jünger, die die Esel mitgenommen haben. Sie gingen und taten, wie es Jesus ihnen aufgefordert hat. Da kann man sich fragen: Wozu das alles? Wozu dieser Aktionismus? Wozu all diese Kreativität? Und hier kommen wir zu dem Höhepunkt dieses Evangeliums. Wenn Jesus in die Stadt Jerusalem kommt, die ganze Stadt geriet in Aufregung. Und dann die Menge fragt sich: Wer ist er? Wer ist dieser? Ich denke, das ist Höhepunkt dieses Evangeliums. Wer ist er? Und die große Menge antwortet: Das ist Jesus von Nazareth. Das heißt, die Leute wissen auch schon, wer Jesus ist. Zu welcher Gruppe gehörst du? Du hast sicher von ihm gehört, genauso wie die ganze Stadt Jerusalem. Auch du hast schon von ihm gehört. Fragst du noch, wer er ist? Kennst du ihn? Weißt du, was er getan hat? Weißt du, was er gesagt hat? Forsche, lese die Bibel, geh in die Kirche, höre, lese, komm in einen Gebetskreis, wo du wirklich wachsen kannst. Wenn du schon die Antwort kennst, dann bist du sein Jünger, folgst du ihm auf seinen Weg,
Lebst du das, was er gesagt hat? Somit wünsche ich dir beide Haltungen. Einerseits, dass du nie aufgibst, nach Jesus zu fragen, wer ist er? Und andererseits, dass du ihm schon folgst, dass du weißt, wer ist er in deinem Leben. Wenn du sein Eigentum bist, wenn du sein Tempel bist, er kommt zu dir. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.